herzlich willkommen zu einem neuen Flugmodell-Unboxing-Video. Mit dabei habe ich einen recht großen Karton. Darin befindet sich ein Segler von der Firma Composite RC Gliders. Ich habe einen Ausdruck mitgebracht. So wird das Ganze später aussehen. Hat 2,70 Meter Spannweite, ist als F3F-Modell ausgelegt. Ja, und was man von der Firma Composite RC Gliders da bekommt, nennt sich Interstellar. Sieht so aus. Ist wirklich sehr gut verpackt. Ich habe ganz, ganz viele Schnipsel schon zuvor herausgeholt. Wenn das mit der Post verschickt wird, ist das wirklich sehr sicher. Wir haben hier mit dabei, da komme ich gleich nochmal kurz darauf zurück, Servos, passend zum Segler. Sowie jede Menge Kabel und Zubehör. Das Ganze ist ein Voll-GFK-CFK-Modell, wird bereits, wie hier zu sehen, in Schutztaschen geliefert. Die kann man später sicherlich auch wiederverwenden. So, da haben wir einmal den Rumpf. Das ist sehr schön gefertigt, das ist alles sehr gut gemacht. Sehr schmal die Nase. Ich drehe das mal so einmal kurz in die Kamera. Also hier ist wirklich so schmal wie möglich eigentlich das Ganze umgesetzt worden. Gucken, ob ich das hier so einfach abziehen kann. Jawohl, funktioniert sehr gut. Also das ist ordentlich gemacht. Ist schon ein bisschen vorbereitet, aber man muss doch durchaus noch das ein oder andere selber machen. Was sind hier dabei? Ich sehe hier CFK-Rohre für die Schubstangen, für die Führung. Dann weiter hinten für die Aufnahme. Genau, gut zu wissen, das ist mit V-Leitwerk ausgelegt. Packen wir einmal die Flächen aus. Ich nehme mal exemplarisch eine eben hier heraus und stelle den großen Karton beiseite. Auch hier schön verpackt, sodass man die Flächen später wieder nutzen kann. Die Schutztasche. Das ist wirklich sehr schön gefertigt. Eine sehr gute Arbeit. Ich löse hier mal die Sicherungsstreifen. Na, das hört sich nicht so schön an. So. Kann man mal so ein bisschen reinschauen, wie das Ganze darunter gearbeitet ist. Also wir haben hier Elastikflaps. Das sieht sehr gut aus, also da kann man später die Anlenkung sehr schön einarbeiten. Da ist noch ein bisschen was zu machen. Ein wenig ist vorbereitet. Hier sieht man auch eine schöne CFK-Einlage. Hier einmal noch einen Blick auf die Wurzel. Den Flächenstahl habe ich auch schon in der Verpackung eben gesehen. Den hole ich nochmal heraus. So, da haben wir ihn. Ich erzähle vielleicht nochmal kurz was zu den technischen Daten. Also Spannweite 2,70 Meter. Die Länge, ich habe mir das vorsichtshalber ausgedruckt. Die Länge liegt bei, ausgerechnet, das steht jetzt hier nicht drauf. Gut, okay. Flügelfläche 57 Quadratdezimeter, das ist recht viel. Das Modell wird später wiegen so circa 2100 Gramm. So, und hier haben wir den Flächenstahl, recht massive Ausführung, mit einer ganz kleinen V-Form. Wird dann hier entsprechend eingeschoben. Jetzt ist hier so ein bisschen Teser dran, wahrscheinlich geht das nicht so auf Anhieb. Ja, ja, da wird er dann gleich stoppen. Also das drücke ich nicht hinein mit Absicht. Und hier sieht man dann natürlich auch, das ist soweit schon vorbereitet. Auch hier nicht mit Absicht jetzt reindrücken. Man kann das Modell je nach Windverhältnisse dann auch unterschiedlich aufballastieren und den Windverhältnissen dabei anpassen. Es gibt da auch, habe ich gesehen, auf der Webseite, ist das jetzt hier auch ausgedruckt, leider nicht, Hinweise, wie schwer das Modell sein soll, abhängig von der Windgeschwindigkeit. So als Idee, als Richtwert, an dem man sich schon mal ganz gut orientieren kann. Das finde ich, hat Composite
RC ganz gut eigentlich gemacht, sodass man da schon mal einen Anhaltswert hat und sich dann natürlich an die eigenen Vorlieben später dann auch im Flug da das Modell dann auch weiterentwickeln kann. Was ist hier noch zu machen? Klar, der komplette RC-Ausbau. Auch da hat Compsite RC leider eine Empfehlung an Zubehörprogramm. Und zwar eine bestimmte Auswahl an KST-Servos. Das sind für die Leitwerke zweimal KST-X12. Dann haben wir für die Querruder und die Landeklappen jeweils zweimal KST-X10. Die werden auch extra in einem Pack von Compsite RC angeboten. Beispielsweise die fertiggestellten Kabelbäume. Also diese Arbeit kann man sich dann sparen und braucht man nicht mehr machen, was durchaus ja vom Vorteil ist. Zum normalen Lieferumfang gehören beispielsweise dann noch dieses hier alles an Zubehör. Also entsprechend gefräste Servoaufnahmen. Für die Ruderanlenkung ist alles soweit dabei. Dann hier noch ein paar. Was haben wir hier noch? Versionsstifte. Und das ist. Ah ja, genau. Die Fläche. Dafür gibt es, wenn ich das richtig gesehen habe, Dekorfolie. Hier ist ja weiß, da ist nichts drauf. Das habe ich auch hier gesehen. So, mal gucken, ob ich das gleich richtig erwischt habe. Das hier ist. Nein, das war nur zum Schutz. Da ist es. So, da ist, das ist, man kann das hier vielleicht so ein bisschen sehen, das ist da schon vorgeschnitten. Man braucht es also nur noch von der Trägerfolie ablösen und kann dann natürlich die Fläche ganz so, wie man sich das wünscht, auch entsprechend farblich gestalten. Oder auch ein anderes Design nach eigenen Vorstellungen dabei natürlich umsetzen. Dieses Modell geht jetzt zum Tester und in einer der kommenden Ausgaben von Flugmodell könnt ihr dann mehr darüber lesen.